Ja, wir haben viele weitere Fragen und eine ganz spannende und schwierige ist das Thema Fuge. Und Grady, ich gebe dir 2 Minuten, um die Welt der Fuge zu erklären. So schnell wie möglich. Es beginnt mit einem Thema, ohne Begleitung, zum Beispiel. Israel was in Egypt's land. Jetzt kommt der Comes, der nachfolgende Einsatz auf der Quinte. Das heißt, die erste Stimme macht einen Kontrapunkt. Ein Zwischenspiel, eine dritte Stimme. Ein Zwischenspiel. Und so weiter. Vielleicht kommt eine vierte Stimme dazu. Fuga, die Flucht. Und je nachdem gibt es eine Fugette, das ist die kleine Fuge, und die Fuga ist die größere Fuge. Und wenn man sie noch kleiner haben möchte, wäre es das Vögelchen. Nein, sie heißt dann Versette. Das war jeweils, wenn man den Choral vorbereitete oder den Gesang, spielte der Organist die Melodie fugiert. Wow, du hättest aber noch 30 Sekunden gehabt. In der Kürze liegt die Würze. Oh, wie übersetze ich das? Well, just remember that you can watch and read particularly a resume of what Reddy just said somewhere around the video. Thank you for watching.